Im Frühjahr ist natürlich die passende Zeit, seine Futtervorräte wieder aufzustocken. Daher werde ich jetzt mal losgehen und mir ein bisschen Futter kaufen. Auf zu Aldi! Und natürlich auch alles bekommen. Gerade am Anfang zur neuen Saison lohnt sich der Gang zum Discounter. Dort bekomme ich jederzeit mein Futter in kleinen Mengen zum relativ günstigen Preis. Man kann es natürlich nicht jetzt im goldenen Herbst vergleichen, wenn ich einen 25 Kilo Maissack kochen muss. Aber das sind einfach andere Zustände, da die Fische aufgrund des kalten Wassers weniger fressen bzw. kleinere Portionen. Gerade am Anfang des Frühjahrs. Und da bringe ich auch nur wenig Futter, weil ich den Fisch hier abgreifen möchte. Ganz oben, die Nummer 1 auf meiner Einkaufsliste, sind Haferflocken. Vom Prinzip her verwende ich das ganze Jahr über in meinem Futtermix. Grund ist einfach zum einen diese hell-grell-weiße Farbe, die sich wunderbar auf dem Gewässerboden abzeichnet und ein optisches Highlight ist. Aber auch die Tatsache, dass Haferflocken diese feinen Schwebstoffe bilden, ist optimal zum Angeln. Zum einen rieselt langsam das Material zum Boden runter, aber auch später, wenn die Fische hoffentlich kommen, wirbeln sie mit ihren Flossen diese Feinschwebstoffe wieder auf und ich habe ständig eine Attraktion auf dem Futterplatz, was hoffentlich die Fische anlockt und auch einen gewissen Futterneid erzeugt. Die Nummer 2, direkt darunter, Dosenmais, fertig gekocht, ready to use, muss ich nur aufziehen, kann ich direkt einsetzen. Hat ebenso eine ganz besondere Farbe, dieses helle Gelb, was wieder ein absoluter Eyecatcher ist. Und dazu dieser süße Geruch. Wenn ich selbst Mais koche, kriege ich es nicht so perfekt hin. Die Nummer 3 und gerade gegen Ende des Frühjahrs absolut top im Futtermix, Thunfisch. Ich nehme dabei aus persönlichen Gründen immer den Thunfisch in eigenem Saft. Gerade ein bisschen kleingebröselt, ins Groundbait oder sonst was, absolut top fischige Note. Wenn ich dann eh gerade im Discounter bin und an der Kasse vorbeigehe, jetzt kommt der Top-Tipp. Schnappt euch noch ein paar Batterien, Hausmarke, völlig Wurst. Hintergrund, diese Discounter-Batterien sind nur wesentlich, halten nur wesentlich kürzer als die teuren Markenbatterien. Und damit spart ihr bares Geld. Lieber mal öfters gewechselt. Denn gerade beim Karpfenangeln ist es ja so, teures Spielzeug wie ein Futterboot oder unsere Bissanzeiger brauchen ordentlich Saft. Und wenn der dann hoffentlich öfters im Jahr schreit, müssen da hoffentlich auch oft neue Batterien rein. So, ich glaube, haben wir alles. Würde ich sagen, greifen wir an, ne?